Wir gucken uns heute an, wie ist das Meta eigentlich in diesem Monat? Ja, der Monat ist jetzt schon weit über die Mitte und ich würde sagen, wir gucken erstmal an, was ist der Meta diesen Monat bisher so gewesen. Wir gucken uns dafür ein bestimmtes Turnier an und das Besondere hier dabei ist, am Ende können wir auf jeden Fall, ich sag mal, eine Vorhersehung machen, denn dieses Meta, wie ihr es kennt, wird nicht mehr lange so existieren, denn ein neues Deck bzw. eine neue, ja, neuer kleiner Archetype kommt hinzu und verändert die Meta auf jeden Fall komplett. Aber wir gucken uns das Ganze erstmal an. Wir haben hier auf jeden Fall erster Platz Dinosaurier und da gucken wir natürlich erstmal hier ganz schnell rein. Ja, Dinosaurier ein Deck, was immer sehr unterschätzt ist. Man sagt so, ach ja, Dino. Aber dann kommt so ein Tyranno und räumt ein ganzes Feld leer. Ich meine, wir kennen Steinbefreierfelder oder andere Rocket-stark Felder. Und dann kommt einfach so ein ultimativer Tyranno und macht dich platt. Ich meine, die ganzen Logs, die man so stellen kann, sei es Dueller, sei es auch zum Beispiel halt den Busterblader-Log, bringt halt nicht so viel, wenn der Tyranno kommt. Natürlich, klar, ne, bevor die Leute hier wieder in den Kommentar was sagen, Dueller stört Dinosaurier schon sehr, das ist mir bewusst. Aber wenn du es schaffst, zwei Dinosaurier in Grave zu kriegen und den Tyranno in der Starthand hast, dann hast du ein Out gegen jedes Feld sozusagen. Es sei denn natürlich, eine ZF wird das unterbinden, aber generell natürlich ein sehr starkes Deck. Und wir sehen hier das Bild halt, ja, ist ja klassisch. Ne? Natürlich ein bisschen Handtrap-lastiger. Muss ich sagen, Dino hat jetzt natürlich nicht den krassesten First Turn, aber auch nicht den schlechtesten First Turn. Muss man natürlich auch wieder hier so erwähnen. Aber natürlich ist ja auch oft so, dass man hier einfach mit Going Second geht, denn man kann mit den Handtraps dementsprechend dann das Feld aufhalten. Und wie gesagt, ein Tyranno reicht halt schon, um Felder zu brechen. Dann Extra Deck, natürlich hier die Doppels Weg in den Pot, ist natürlich klar. Ist natürlich selbsterklärend. Natürlich hier nur ein Talker und ein Unicorn. Finde ich sehr interessant, dass man hier gesagt, Talker nicht so wichtig, Phoenix dagegen umso wichtiger. Hier eine interessante Wahl. Und wir haben hier Side-Deck-Karten, Lightning Storm, Dark Ruler No More und so. Man sieht hier, das ist ganz gleich hier für Going Second. Und ja, natürlich Lost World noch zu erwähnen, ist hier natürlich, dass Lost World eine gute Karte ist, denn dieses Targeting, ja, was natürlich Lost World quasi unterbindet indirekt, ist sehr, sehr stark. Also das ist einfach eine sehr, sehr, sehr gute Option. Der Gamma natürlich hier sehr cool mit Pot. Man hofft natürlich Pot aktivieren, Kosten zahlen, dann kommt der Handtrap, dann kommt Gamma. Und haben wir da noch den Omega im Extra Deck? Wir hoffen es mal. Naja, aber das auf jeden Fall zu Dino. Wie gesagt, Dino, ja, relativ bekanntes Deck und halt auf jeden Fall halt ein Deck, was man auf dem Schirm haben sollte, denn der Tyranno ist halt sehr, sehr gefährlich und der First Turn halt echt nicht schlecht. Dann haben wir eine Steinbefreier-Liste, hier jetzt ohne Unexpected Die, man streitet sich darum, was die beste Liste ist. Unexpected Die ist sehr oft da, man sieht hier natürlich, Sackers Licht, klar, gute Karte. Und natürlich Brecherfeld, weil es ist natürlich eine gute Karte, um Handtraps aufzuhalten. Selber werden hier natürlich auch Handtraps gespielt. Man sieht hier ein bisschen so einen Gamma-Trend gerade, aber das sind natürlich auch nur die ersten zwei Decks hier an dieser Stelle. Und man sieht hier halt, ja, ganz klar, ne, klassisch, Blockdrache 3, okay, manche spielen 2 oder 1, man kann ihn auch dreimal spielen. Und im Extra-Deck sieht man hier die Link-Spider-Kombo, beziehungsweise Zeboros. Man kann halt dann ein weiteres Erdmonster sich dazu holen. Im Side-Deck dann hier die 2 Ash und den Dino Wrestler. 2 Ash finde ich sehr passend. Kein Platz gehabt. dann natürlich hier Lightning Storms und Dark Ruler More. Twin Twisters, auch sehr interessant hier. Für natürlich Altergeist eventuell, weil Altergeist natürlich jetzt mit Multifake auf 3 natürlich ein Gefahrendeck ist einfach. Und Permanence und Red Reboot natürlich auch für eben Altergeist oder allgemein gegen Backrow-Decks. Muss ja nicht gegen Altergeist sein. Dann kommen wir zu Dinkabui. Ja, einer aus unserem Team hat mit mal Dolche getoppt. Das ist halt Gelee. Und das hier ist Pfannkuchen. Also nur zur Info, hier gibt es ja keine Bilder zu. Mal Dolche. Top 4. Glückwunsch auf jeden Fall nochmal an hier K auf jeden Fall. Und ja, wir gucken uns einfach mal die Liste an. Madolche natürlich, sehr krasses OTK-Potenzial. Eigentlich eine Ein-Karte-OTK-Potenzialkarte. Also mit einer Karte kannst du OTK theoretisch natürlich Interruption blöd. Aber wir brauchen halt gewisse Karten. Pot, Extra Deck ist schon wichtig, aber halt, du brauchst jetzt nicht jede Karte 2000 Mal. Also das Wichtige ist halt nur, dass deine, deswegen sieht man ja auch hier schon 3-3 drin. Also man will davon auf jeden Fall eine noch über haben. Dann natürlich Defeat Spell einmal, ist searchbar. Also braucht man nicht. Das hier ist natürlich die neue Karte, die quasi halt einfach das gibt, was man dort hier fehlt, eine zusätzliche Normalbeschwörung. Cosmic Cycling für Backrow, wie gesagt, ne, das Deck kann mit einer Karte schön kombon,
aber Interruptions sind gefährlich. Deswegen Cosmic Sighting, Call by the Grave, um auch das aufzuhalten natürlich. Dann als Handtrap hier im Permanence. Ja, ist ganz gut natürlich. Gozen Match hier, natürlich super. Floodgate quasi. Und natürlich feierlicher Schlag. Denn wir sehen hier schon, es ist ein Going First Build. Ist natürlich klar, denn Madolche hat ja natürlich ein bisschen Probleme, dann gegen mehrere Interruptions zu spielen. Ja, aber natürlich, wie gesagt, wenn nicht so viele Interruptions da sind, vielleicht der Nibiru hat es aufgehalten oder so, oder die Impermanence natürlich, dann ist auf jeden Fall der OTK sehr, sehr nah. Wie gesagt, ne, Extra Deck, man sieht, welche Karten wichtig sind, natürlich die, die dreimal gespielt worden sind, aber auch das Link ist nicht unrelevant, kann man auf jeden Fall an dieser Stelle sagen. Hier ist mal Dolches Nächte, auch sehr cool, kann man natürlich hier gut im Side-Deck spielen. Ja, ist halt eine Counter-Trap, ist halt sehr, sehr nice. Gamma, wie gesagt, Gamma-Trend ist da. Ja, diese Madolche Karte dann halt hier im Side-Deck. Komm auf jeden Fall, Mann. Prankotops, klar. One-Off, schönes One-Off. Lightning Storm Dark Pool, also da brauche ich nichts zu sagen. Und wieder feierliche Urteile, klar, für natürlich Going First noch ein bisschen mehr zu haben. Vor allen Dingen, falls der Gegner dann Evilie oder so spielt, weil wenn man eine Ghost Match setzt, Strike setzt, der dann auch eine Cosmic Cycling setzt und dann kommt einfach ein Evilie Match, das tut dann doch ganz schön weh. Deswegen dann lieber hier ein feierliches Urteil. Kommen wir jetzt aber von Madolche zu Etlich. Ja, das Deck existiert natürlich immer noch. Und ja, da können wir gleich nochmal zum Ende quasi so spoilern. Und Etlich wird auf jeden Fall ein Deck sein, was in Zukunft auch noch sehr stark oben mit vertreten sein wird, wenn nicht sogar mit ganz weit oben vertreten sein wird. Aber Top 4 ist ja auch schon ganz, ganz weit oben. Und wir sehen hier natürlich Handtraps und natürlich hier ja, die Synchro-Variante. Das heißt, hier schön kombon können. Aber was hier natürlich sehr cool drin ist, man spielt hier Ghost sogar als Handtrap, hat dadurch durch den Notfall-Teleporter einen weiteren Extender für die Combo. Denn wir brauchen ja nur einen Nicht-Empfänger und einen Empfänger und schon haben wir die Combo. Und ja, und der Ghost Ogre ist ja natürlich mit Notfall-Teleporter ein richtig cooler Extender. Und was wichtig zu erwähnen ist, das wissen viele gar nicht, Ghost Ogre funktioniert auch vom Spielfeld. Das bedeutet, wenn ihr anfängt und gar nicht diesen Extender braucht, weil ihr Jet-Synchron habt zum Beispiel, dann settet ihr Notfall-Teleporter und aktiviert sie im gegnerischen Spielzug, holt euch den Ghost Ogre mit 1,8 Deaths aufs Feld und dann könnt ihr die Handtrap zusätzlich nutzen. Ist cool, finde ich. Finde ich, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir sehen hier Schwarz-Grenzen Soldat des Chaos. Natürlich, ne, kann man spielen, muss man nicht. Aber es ist auch sehr schwere Karte manchmal zu outen. Also wenn man natürlich mit einem Lord den halt gerufen hat. Wir sehen hier, ja, die Draw-Power, ne? Herold, Doppel-Negate, wofür? Einfach 4 ziehen, ist super. Ja, beziehungsweise dann noch hier mit den Höhenlord halt dementsprechend spielen. Ja, Extra-Deck ist, glaube ich, nichts krass zu sagen. Side-Deck, Gamma in the house. Sagt doch Gamma hier gerade, ist ein guter Trend auf jeden Fall. Ja, Cosmic Cycler natürlich auch fürs Mirror-Match, muss man natürlich sagen. Hier, roten Lotus, sieht man des Öfteren jetzt? Natürlich, ne? Macht natürlich den First Turn noch stärker. Man braucht nur eine Karte für Jet-Synchron. Und dann zieht man 4 und wenn das durchkommt, dann hat er vielleicht keine Handtrap, weil das hätte er natürlich aufgehalten. Aber ihr habt dann, er hat dann wahrscheinlich Full-Combo oder Dark Ruler no more. Und ja, das ist natürlich gut. Hier Lotus kann dann dementsprechend die wichtigste Karte klauen, obwohl natürlich Dark Ruler no more nicht mal so die wichtigste Karte ist. Und sorry für mein Mistake, ich habe einfach den Herald übersehen. Warum auch immer. Also Doppel-Negate ist hier natürlich auch drin. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Dann kommen wir hier, ja, nochmal zu einer Rocket-Liste. Und ja, Rocket in the house. Und nein, es handelt sich hier nicht um eine FDK-Variante, die auch diversen rumläuft. Denn FDK ist natürlich sehr, sehr stark, auf jeden Fall auch sehr konstant. Aber hier haben wir ein First Turn mit, das ist eine Karte, ja, mit einer, ich schau in die Hand und klau dir eine Handkarte-Kombo. Und das wiederum ist natürlich ziemlich, ziemlich cool, denn, ja, du weißt die Hand deines Gegners und kannst dann dementsprechend das fassende Feld bauen. Wir sehen hier auch eine 60-Karten-Variante, natürlich sehr ja, voll, das ganze Deck. Wir sehen hier, ja, die Drachenmädchen als Extender hier drin. Wir sehen Chaosraum, natürlich auch sehr, sehr gute Karte, brauchen wir nicht reden. Buster Lock Main, also den Dragon Buster Lock Main drin und wie gesagt, Handkarte angucken und klauen. Also ihr klaut nicht nur eine, sondern ihr seht auch die Hand und wisst halt alles, was ihr stellen könnt. Ja, Extra Deck, ja, ne, brauche ich nicht groß viel sagen. Es ist halt Rocket. Was interessant ist, ist hier, dass der Welpe inzwischen öfteren gespielt wird. Jetzt fragt ihr euch, hä, warum? Ist der so krass? Naja, eigentlich gar nicht, aber er ist Link 2, Pfeil nach unten, Drache. Ist super Pfeile, super Beschwörungsbedingung und Drache. Unter LP und Pisty, sehr, sehr nice rufbar. Also, sehr, sehr cool, sehr, sehr nice, ist auf jeden Fall, ja, wirklich, cool. Und ja, vielleicht kann man mal irgendwann mal einmal den Effekt nutzen. Dann Side-Deck Gamma, wie gesagt, ne?
Trend erkennbar, glaube ich, hoffe ich. Der dritte Phantasmal. Phantasmal natürlich hier bei einem so großen Deck. Ja, kann man natürlich machen, um die Hand zu fixen. Generell macht Phantasmal halt nicht mehr so viel, aber ja, man sieht ihn nur noch selten. Weil er halt eben dementsprechend hier so viel macht. Er ist ein Beatstick, vielleicht ein Beatstick, aber meist kann es sogar sein, dass dein Monster dann im gegnerischen Spielzug kaputt gemacht wird. Ja, also bringt dir gar nicht mehr so viel. Das Einzige, was es halt bringt, ist halt deine Hand zu verbessern und vielleicht in der Handtrap zu ziehen. Aber bei 60 Karten ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass man dann vielleicht dann doch reinzieht, halt eher um halt Combo zu haben. Lightning Storm, wir können es denken, Cosmic Cycling ist halt, ja, was soll ich sagen, ist halt Standard halt einfach. Impermanence noch die dritte und dann Red Reboot, ist natürlich klar. So, und was auffällt, ist allgemein hier, wir haben noch ein Mandolche-Deck, noch ein Steinbefreier-Deck und wir gucken uns hier jetzt noch die, ja, die, ich sag mal, besonderen Decks an, denn wir brauchen nicht zum 2000. Mal eine, ja, eine Eldritch Liste sehen oder eine Steinbefreier, obwohl eine gucken wir uns vielleicht nochmal an, aber was wir uns auf jeden Fall angucken, ist jetzt hier Eldritch Zombie, mal keine Synchro-Variante, sondern halt wirklich Zombie, denn viele wissen es ja gar nicht, der Lord muss sich nicht selbst spezial beschwören, denn der Lord kann auch einfach ein Zombie-Spezial beschwören von der Hand. Und das kann natürlich auch ein Unizombie sein oder halt eben der Lord selber. Generell spielt man halt nur den Lord, aber in einer Zombie-Variante kann man halt auch was anderes spielen. Ja, wir sehen hier natürlich Unizombie, um halt die Bench reinzulegen, um dann eventuell auch noch den Untergangskönig zu spielen, um dann, ja, Zombie-Welt zu spielen. Und Zombie-Welt ist krass. Ich meine, alle Monster werden zu Zombie. Das kann schon allein eine sehr krasse Floodgate-Karte sein und sehr, sehr anti sein. Zusätzlich natürlich unser König hat quasi noch ein Negate und ein, Diddy-Crow-Effekt. Das ist auch sehr, sehr praktisch natürlich. Ja, sehr stark. Gozen Match natürlich auch Floodgate-Karte, die sehr, sehr stark ist. Man sieht hier natürlich, dass man hier mehr Eldritch-Karten gespielt hat. Man sieht hier, dass man hier den Wächter gespielt hat. Natürlich, ne? Ich meine, man hat jetzt ja hier mehr Platz. Aber man hat Wächter gespielt, aber musste dann dafür leider hier, Quero cutten. Ist aber auch nicht so schlimm, denn wir haben ja auch hier einen Diddy-Crow-Zusatzeffekt halt bei den Untergangskönig. Dann hier im Extra-Deck. Wir sehen hier sehr, sehr selten sichtbar, aber TG Wundermagierin war ja so, als es bekannt war, dass Needlefiber war, die Synchro-Karte schlechthin, so, boah, Needlefiber, Wundermagier. Aber es hat sie nicht durchgesetzt, natürlich auch unter anderem durch die Jet-Synchro-Kombo. Aber jetzt mit Needlefiber in dieser Variante, wo man halt einfach nur Needlefiber ruft und nicht Full-Kombo geht, ist natürlich die Wundermagierin eine super gute Karte und sehr, sehr cool. Genauso natürlich, wie Mondrache und Zin und Savage Dragon. Ja. Savage ist Savage, Leute. Savage, you must to play. außerdem können wir natürlich rufen, ne? Ist ganz wichtig hier. Da natürlich noch Vampirsaugerin. Ist hier natürlich wesentlich besser drin in dieser Variante, weil hier werden wir natürlich mehr Zombies spielen. Und auch gute, wie gesagt, der Untergangskönig. Brauche ich nicht drüber reden, ne? Zeitdeck, Nibiru, Lightning Storm, Cosmic Cycling, Evil Match. Ist glaube ich, selbsterklärend. Also, wie gesagt, Zeitdeck ist inzwischen immer relativ selbsterklärend. Man kann höchstens die eine oder andere Karte finden, wie Gamma, weil Gamma-Trend erkennbar. Aber generell halt, es ist halt sehr selbsterklärend. So. Dann haben wir einen Burning Abyss Deck, Top 16. Hups, da haben wir auf die Permanence geklickt. Das wollte ich gar nicht. Wir sehen hier auf jeden Fall ein BA-Deck, also Trap BA, ist jetzt nicht so die Weltneuheit. Ist ein Deck, was sich immer wieder ganz gut durchsneakt. Natürlich muss man bedenken, wenn man gegen Steinbefreier spielt und er liegt First Turn Dueller, Möp, oder in andere Decks, die Dueller stellen können, dann ist es natürlich ein bisschen schlecht. Dementsprechend muss dieses Deck natürlich auch ein bisschen überraschend kommen, dass halt dieses Deck, das will natürlich First gehen. Das muss First kommen. Aber ein Deck, was man nicht unterschätzen darf, denn es hat viel Kombo-Potenzial und wir sehen hier halt das Extra-Deck, Talker natürlich, Talker, krasse Karte. Dann, was man sieht, was wiederum sehr interessant ist, was man wirklich sehr selten sieht, ist, Wintergriffblüten. Spielt man eher weniger? BA denkt sich, ja, why not? Ich meine, jeder spielt einen Needlefiber, baller drauf, go for it, Combo kaputt, kann man machen auf jeden Fall. Lightning Storm, wie gesagt, Cosmic, Evilly und ja, ne, ich brauche da nichts zu sagen. Also für Going Second, Going First und Second kann man sogar machen. Und für Going First, dass du dann bei deinem First Turn Board halt eben nicht Dark Ruler frisst. Dark Ruler ist gar nicht so dramatisch, natürlich je nachdem, was du auf dem Board hast. Aber was auf jeden Fall dramatischer wäre, wäre ein Evilly Match. Dann kommen wir hier zu Invoke Magnite. Und das ist so ein Deck, was nicht mehr lange so sichtbar sein wird. Aber nicht das Deck selber, das Deck wird trotzdem noch sichtbar sein, aber man spielt hier die Neos-Fusion und mal Regenbogen und Elemental Neos, um dann halt dementsprechend auf den Regenbogen Neos zu gehen. Aber das ist ja bald out of date, weil einfach
ja, Dark Magician Fusion kommt, Red Eyes Dark Magician, jeder wird das spielen. Mit halt dann auch der Anaconda. Natürlich hier jetzt auch schon mit der Anaconda, aber halt eben nur in Klammern, die Neos Fusion, weil halt ja die Red Eyes Fusion und so ist halt noch nicht draußen. Wenn die Tins kommen, hat sich das geändert. Dann wird diese Liste halt nicht mehr so existieren. Beziehungsweise halt Neos Fusion ersetzt sich durch Red Eyes Fusion und go for it einfach. Ja, aber klassische Liste, Handtraps. Und es ist eine Going Second Variante. Aber ich meine, es ist Mac Knight. Also es ist ja zu erwarten, dass irgendwie da Going Second drin ist. Natürlich hier Cosmic Cycle Main lohnt sich natürlich gegen die Adlix 6 oder gegen Backrow, die einen stören könnte. Und vom Grab gerufen, ja, ne, also es ist, also komm Leute, das ist einfach eine Liste. Ich wollte einfach mal schön erwähnen, dass es halt, ja, nie out of the day irgendwann ist. Was jedoch hier ein bisschen auffällt, ist natürlich, dass hier der wahre König aller Katastrophen gespielt wird, denn man kann ihn hier theoretisch rufen, first turn, und ja, why not? Go for it when you can do it. Ja, Side Deck, Lance hier, sieht man eher selten inzwischen. Wie gesagt, Gamma ist gerade der Liebling, wie man gesehen hat. Phantasmal, auch hier wieder. Phantasmal dient hier als Buddy. Hier sogar wichtiger Buddy, der eventuell Extender für die Anaconda sein kann. Also sehr gut auf jeden Fall. Nibiru halt, der dritte, kein Platz gefunden für Main. Man wollte auf unbedingt 40 Karten kommen. Dann Dark Ruler No More. Cosmic Sign, Ugly Match. Und ja, es kann nur einen geben. Einen kann es nur einen geben. Kann natürlich auch eine gemeine Flickkarte sein hier an der Stelle. Dann kommen wir noch zu einem Rocket Deck. Und auch hier, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein 50-Karten-Deck, kein 60-Karten-Deck. Und auch hier ist es kein FDK-Deck. Aber es ist halt ein, ich locke dich komplett voll Turn. Also du machst halt Buster Lock First Turn. Du legst daneben halt einen Savage Dragon, vielleicht noch eine Appaloosa. Ja, und dann, wie gesagt, Savage wird der Buster rangehangt. Das heißt, du bist gelockt. Und das dann doch schon sehr, sehr krass. Auch hier wieder der Welpe hier als sehr guter Link 2 Extender, beziehungsweise einfache Beschwörungslink 2, super Pfeile. Und wie gesagt, Beschwörungsbedingung ist kinderleicht und ist Drache. Ne, für Elping Pisti natürlich sehr, sehr wichtig. Side Deck hier, ja, Artifact Lancia. Natürlich sogar sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel gegen Invoked spielt. Sehr, sehr cool natürlich. Ja, Dino Wrestler, wie gesagt. Der Ghost Ogre, ich glaube, das ist der dritte. Das ist der, nee, ist der einzige. Okay, why not? Ich habe Platz, ich baller einfach mal rein. Lightning Storm, Evilly, Impermanent, Red Reboot. Ich brauche dazu nichts wirklich sagen. Ja, und dann kriegen wir nochmal hier zu guter Letzt eine steinbefreier Liste Top 16. Hier mit Unspected Die, wie gesagt, es gibt eigentlich so nicht die Liste Steinbefreier, aber Unspected Die hat sich doch schon ein bisschen durchgesetzt als solches. Ich fand die Sekkers Licht Variante nochmal interessant, deswegen habe ich sie auch gezeigt hier dementsprechend natürlich. Und Extra Deck, ja, das ist halt, also das ist glaube ich so der Inbegriff von Standardliste inzwischen. Es ist Spicy Tags, gibt es nicht mehr. Tackle hier kann man reinpacken, okay. Dann hier der Götz, aber das, wie gesagt, das ist nichts Neues, ne? Ja, Gateblocker auch hier drin, auch sehr cool gegen mich gemein natürlich. Aber ja, sehr interessant hier. Austausch, natürlich sehr cool. Das ist was Fancyes, da muss ich zugeben. Aber sonst halt, ja, Handraps, okay, Knomaterial. Ist eigentlich eher so ein Ami-Ding, aber ist ja auch ein Online-Turnier, ne? Und ja, das war so erstmal dieses Turnier. Und warum sage ich, es könnte sich alles ein bisschen ändern? Denn wir gehen mal hier einfach mal ein bisschen auf Sets und auf Battle of Legend Armageddon. Sortieren hier einfach nach Nummer. Ist jetzt nicht egal, welche seltenen Stufe die haben. Und ja, Leute, wir sehen es hier schon. Es kommen Numeron raus. Und diese Karten werden das Meta verändern. Denn mit Utopia Sexel wird das halt absolut broken, denn also habt ihr eine One-Karten-Combo, also mit der Field Spell oder auch mit dem Monster, also eine One-Karten-Combo, womit ihr Utopia Sexel stellen könnt for free. Einfach for free. Und ja, was soll ich da sagen? Also wir können uns ja auch mal eben hier eine Beispielliste angucken. Das hier ist zum Beispiel eine Eldlich-Numeron-Liste. Wie ich schon sagte, Eldlich wird nicht verschwinden. Wird vielleicht sogar eine Top-Tier kommen. Denn ja, Utopia Sexel, wie ich schon gesagt habe. Du darfst nicht spielen, sagt die Karte eigentlich. Ziemlich, ziemlich krass. One-Karten-Kombo, um das zu machen. Und dann noch die Eldlich-Karten zum Kombo. Das ist zu stark, dass sogar ja, Jet-Kombo nicht so cool ist wie das hier. Und wie gesagt, ist einfach eine One-Karten-Kombo. Sehr, sehr krass. Das hier wird mit Battle of Legend kommen. Natürlich kommt auch noch ein Video zu Battle of Legend. Natürlich kommt noch mal ein kompletter ausführlicher Bericht, welche Karten sind drin, was bedeuten diese Karten und was verändert sich dadurch. Kommt natürlich noch mal ein Video, wie gesagt. Aber das war jetzt erstmal als solches ja halt eben der kleine Überblick.
vorn halt dementsprechend hier diesen Turnier und so ein bisschen den Trend. Es hat sich nicht groß viel verändert, aber wie gesagt, bald, wenn Battle of Legends rauskommt, dann verändert sich auf jeden Fall einiges nochmal in der Meta, einfach durch halt eben diese Number One Karten per se. Also, was haltet ihr von den ganzen? Findet ihr den Meta gerade langweilig oder sagt ihr eher so, ja, ist eigentlich ziemlich cool und ich habe gar keinen Bock auf Nummer 1 und sagt ihr euch, boah, ich habe richtig Bock, wieder mehr Kombon, ich will's sehen. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!